meinen Talk, weil ich bin gerade echt schon seit 50 Stunden wach. Das war das, Leute glauben es wahrscheinlich jetzt wirklich mit den Transfetten. Nee, also. Nee, das war ein Joke. Ja, Transfette sind schlimmste, was es gibt. Aber, oh Gott, ich bin müde. Ich weiß gar nicht, was wollten wir denn noch sagen? Auf jeden Fall, was ich an den Leuten mag, ist, dass die unsere Einstellung vertreten. Und meine Einstellungen sind erstens mal Vertrauen, Loyalität, Ehrlichkeit als Grundbasis. Loyalität, ja, haben wir sehr, sehr gut klar gemacht. Genau, dann in Verbindung mit schnellen Entscheidungen und Machen. Das Größte, was ich immer sehe, gelabert, Verträge genau, sofort. Immer sofort, hey, wir haben einen Vertrag bekommen, Sachen abgemacht, Sachen gebucht, direkt, bam, 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 bam. Flüge, alles, bam, ausgemacht. Und genauso mache ich gerne mein Business. Weil diese harte Laberei und genau, immer. Und so händ ich gerne meine Sachen. Denn krasse Ideen hat jeder. Groß rumlabern kann immer jeder. Aber die Dinge umsetzen, denn wir wollen alles. Denn wir wollen alles materialisieren. Das heißt also, wir wollen die Lücke zwischen unseren Gedanken und der Realität schließen. Denn viele träumen hier und machen hier. Und wir wollen hier träumen und das Machen an unsere Träume anpassen, dass wir nicht mehr schlafen müssen, sondern schlafen gehen wird dann scheiße, ne? Dass wir gar nicht mehr schlafen müssen, um zu träumen, sondern unsere Träume im Endeffekt leben. Das wollen wir euch im Endeffekt mitgeben. An der ganzen Comedian-Nummer muss ich noch ein bisschen arbeiten, ich weiß. Ja, und wenn ihr Low Carb Gaming, das mit Gaming übernimmt der Tim. Das mit Gaming übernimmt wahrscheinlich jetzt der Tim, macht ein bisschen Gaming und so. Ich habe ja früher wirklich 2 Jahre lang richtig abgesifft in World of Warcraft. Also ich habe da auch eine düstere Vergangenheit. Oh, das ist eine ganz andere düstere Vergangenheit. Ich habe gerade ein Video. ich hab echt düstere Vergangenheiten. Aber Gott sei Dank waren wir noch nicht zu nördlich, denn weiter nördlich gibt's Low Carb City. Low Carb City Hamburg. In Hamburg gibt's keine Carbs, also nicht mal nach 18 Uhr. Da stehen die Leute erst um 13 Uhr auf. Ketogen Town. Und dafür haben wir eben dieses Transfer, dieses Isolat auch speziell entwickelt. Sehr, sehr speziell. Mit Beef-Protein, Beef-Hydrolysat. Nein, Molkeprotein-Whey, sehr gesund. Genau, Molkeprotein und Beef-Hydrolysat aus sehr hochwertigen Schweinefleischabfällen. Und Schweineknorpel und immer die Geschmacksrichtung die Low Carb. Geschmacksrichtung Low Carb Chocolate Mint. Low Carb Chocolate Mint ist der Flavor. Wir einigen uns noch über die Preise. Immer ganz wichtig, wenn ihr uns fragt nach unseren Makros, die sind immer 50-50. Genau, unsere neue Makronährstoffverteilung. 50% Transfette, 50% gesättigte Fettsäuren. Protein, okay, dann Protein machen wir auch noch ein paar. Ja, ne, paar Shakes. Ja, keine Ballaststoffe. Ja, keine Micros. Ich hatte letztens jemanden, der kam zu mir auf der Atkins-Diät. Meinst du, Carlo, das ist meine letzte Hoffnung. Ich konnte seit 4 Tagen nicht mehr scheißen. Ich so, hey, ess doch einfach mal einen Apfel oder so, ja. Nimm mal ein paar Ballaststoffe zu dir. Der Ballaststoff ist zwar in Anführungszeichen kein essentieller Makronährstoff, aber glaub mir, er ist essentiell für euren Darm, wenn ihr darauf klarkommen wollt. Viele Dinge sind nicht essentiell, aber... Und wenn ihr nicht wollt, dass man euch ein zweites A-Loch legen muss. Das ist wichtig. Auf meiner Seite war es. Tim, hast du noch ein paar Dinge, die du... Also in Low Carb City stellt ihr immer die Forderung. Die Forderung in Low Carb City ist, eskaliere raus mit den Carbs. Hassel die Carbs raus. Weil, das hat der Ralf mir beigebracht, wenn du den Kellner nicht erklärst, dass sie die scheiß Carbs raushasseln sollen, dann machen die es nicht. Ja, die geben euch Reisportionen, die sind lächerlich. Eine Reisportion zahlst 5 Euro, was hast du? 5 Reiskörner, ja? Reiskorn kostet 1 Euro dort. Ich weiß nicht, die Carbs sind dort irgendwie rar. Auch beim Sushi-Laden hat die nicht gejuckt. Wir gehen dahin, habe ich dir erzählt, all you can eat Sushi, lassen 60 Euro liegen. Was kommt denn mir? Der schneidet dort 3 Kilo Lachs, überall Fleisch. Wir sagen, gib uns doch den veganen Scheiß, Alter. Kannst doch zum Aldi hergehen und rechne aus, was kostet sich 3 Gurken zu kaufen, die da aufzuschneiden, in diese scheiß Sushi zu packen. Verkaufst du uns im Endeffekt doch nur Reis mit Gurken und Algen, ein bisschen Algen, ja? Weil asiatische Küche ist ja auch nicht viel mehr. Sushi ist so variantenreich. Und so. Genau, und probiert mal ein bisschen den veganen Lifestyle aus. Vor allem, wenn ihr auf Budget seid,
wenn ihr noch Studenten seid, Schüler seid. Und dann lasst halt von ProSieben zahlen. Genau, das war's. Ciao, ciao. In der Position schon. Also das zentrale Nervensystem darauf einrichten kann, wo ich jetzt überhaupt bin. Das ist extrem wichtig. Zwei. Zwei Stück, nachdem er gerade 120 für 8 gemacht hat. Und 5 Sätze Schrägbank drücken. Mit 60ern. So richtig ordentlich. So. Und jetzt, ich will noch.